gar nichts, außer ein bisschen Zeit herzustellen. Also sehe ich auch keinen Grund, Geld dafür zu verlangen, damit man sieht. Das ist so meine grobe Denkweise hinter der Sache. Wenn irgendeiner heraus will, ich meine herein, ist erstmal durch Lava. Ich fühle mich hier relativ safe, also brauche ich jetzt mal noch ein bisschen Steine. Denn irgendwann will ich mal hier ein Haus bauen und darin wohnen, Kinder kriegen, Bäume pflanzen, meine Nachbarn ermorden. Letzteres vielleicht eher nicht, denn ich werde nie Nachbarn in Minecraft haben. So im Singleplayer. Na gut, so schnell wie es sich abbaut, ist es Kies. So schnell wie es fällt, ist es auch Kies. Kann man sich mal mitnehmen. Schon. Gut. Nie. Starbound habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt, aber keine... Das ist 6 bis 7 Monate her. Deswegen. Das ist manchmal so eine spontane Eingebung. Man hat etwas schon lange nicht mehr gespielt und denkt sich... Könntest du auch mal wieder spielen, oder? Meistens ist das auch die Hauptmotivation, warum ich ein Let's Play starte von irgendwas. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt und ich möchte es auch noch mal wieder spielen. See Tales of Phantasia. The Darksiders. Trine ist ein Unterschied. Trine habe ich nämlich noch nie gespielt. Noch nie richtig lange vorher. Im Grunde, wenn ich von irgendwas ein LP starte, was nicht blind ist, ist es... ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal irgendwas davon gespielt habe und ich habe einfach wieder Lust drauf bekommen. Ist auch keine schlechte Motivation. Dum, 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 dum. Noch ein bisschen Erde mitnehmen, warum nicht? Ich meine, ich habe die Nacht eh nichts Besseres zu tun, außer weinen und sterben. Wobei ich mir auch ein Bett bauen könnte und könnte weiterziehen. Zum Bleistift. Fichtenholzbrett. Daraus baue ich mir ein Bett. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Welt. Ich hätte vielleicht, bevor ich schlafen gegangen bin, meine Ausrüstung noch ein bisschen, ne? Mehr so, um den Tag zu nutzen, ne? Aber das spielt jetzt keine Geige mehr. Auch wenn ich gerade Kohle verschwende. Weil ich gerade vorhin gesehen habe, ich könnte mir sowieso keinen Eimer herstellen. Ja, jetzt schon. Jetzt erst recht. Ich warte, dass die Lava gerade mich von der Seite holt und mich dann tötet. Gott sei Dank hast du nicht die Lava aufgesprengt. Ich habe ganz vergessen, dass Creeper hier rumlaufen. Ist prinzipiell ein Fakt, den man nicht vergessen sollte. Wenn einem was am Leben liegt. Und sucht halt irgendwo einen Ort, wo ich mich niederlassen kann. Am besten in einem Schneebiom, weil dann stört mich der Regen nicht. Auch wenn ich mal ein richtig schönes Ressourcenpack hatte, da klang der Regen wie... Regen. Wie richtiger Regen. Das war total schön. Hat mir gefallen. Hätte ich gern wieder. Dumm. Einfach mal alles an Holz mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ich
glaube, rein theoretisch müsste mein Leder sowieso auch noch für eine Rüstung reichen. Ich baue mir nur keine, weil ich sterben will. Habe ich das Gefühl, denn... Ansonsten hätte ich schon eine gebaut, ne? Und dann. Apropos. So, das ist das Einzige, was mich an Minecraft stört. Jetzt habe ich es beseitigt. Ich bin kein Freund von Spielen, wo man sein Inventar verliert, wenn man stirbt. Deswegen ist das meistens das Erste, was ich bei Minecraft direkt mache. Ich mag mein Inventar irgendwie. Ich weiß, es ermöglicht auch ziemlich viele interessante Momente, in denen ich mir quasi ziemlich viel Reiseweg erspare, indem ich sterbe, aber das werde ich versuchen zu vermeiden. Weil, was heißt, ich werde es versuchen zu vermeiden, nicht vermeiden. Ich laufe meine Wege. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich unterwegs. Und ich auch relativ wenig dran ändern. Mein Holz wird sowieso nicht für das reichen, was ich uns vorhab. War ich noch nie. Denn mit so ein bisschen Holz konnte ich mein Haus bauen. Da muss schon ein ganzer Wald 3-4 Mal dran sterben, bis ich zufrieden bin. Und ganze Berge, weil ich so viel Stein brauche. Ist im Grunde normal für mich. Ich würde das wahrscheinlich sowieso erstmal ein bisschen Grundriss bauen und den Grundriss dann ausbauen und also prinzipiell, falls hier ein Gebäude fertig wird, wird es ungefähr so entstehen, dass ich nebendran ein Pseudo-Haus habe, was im Grunde nur dazu dient, mein Zeug zu lagern und damit ich nicht gerade nachts an der frischen Luft schlafen muss, was ein bisschen tödlich enden kann. Und ansonsten wird nebenbei, quasi direkt nebendran, ein Grundriss für ein Gebäude entstehen, was dann nach und nach ausgebaut wird. Je nachdem, wo es steht, ne? Da habe ich mich noch spontan noch gar nicht entschieden. Es ist meistens, wenn ich eine Gegend sehe, die mir gefällt, dann entsteht etwas. Nur wann ich die sehe, ist immer eine Frage der Zeit. Tut mir leid, ihr müsst alle sterben. Ich brauche Essen auf Vorrat. Warum man das so Idee, die ich hatte, so Pazifisten Minecraft ohne Sachen zu töten? Müsste man halt relativ schnell Hummel im Hintern haben, damit man nicht an Hunger stirbt. Das ist ein interessanter Effekt, das liegt am Texture-Pack. Am Ressourcenpaket, das heißt ja nicht mehr Texture-Pack seit Ewigkeiten. Und ich lasse es so klingen, als wäre es gestern gewesen. Prinzipiell gar nicht mal so uninteressant. Aber nicht mein Fall. Laufen wir mal weiter auf der Suche nach Knoppers. Dum, 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 dum. Hätte ich einen Witz jetzt übrigens vorbereitet, wäre Knoppers ein Akronym gewesen. Quasi aus vielen kleinen Worten. Köstliches, naturell hergestelltes irgendwas. So der Art.
Das ist auch das Problem. Ich hätte dieses Lied, glaube ich, nicht reintun sollen. Denn ich bin dazu geneigt, dem Lied nur zuzuhören. Denn es ist cool. Es ist energiegeladen. Und da ist man meistens sehr ehrfürchtig und hält die Fresse. So in dieser Art. Dann. Hör auf mit zu summen und dreh doch, du doofer LP. Müssen wir jetzt langsam mal an meine 600 Videos kommen, fällt mir ein. Ist auch lustig. Ich kenne prinzipiell erstmal wenige, die, also, wenn man von der Zeit, wo ich angefangen habe, kenne ich sowieso erstmal keinen. Weil entweder haben die vor mir angefangen, oder danach. Aber entweder habe ich Pech, oder ich bin scheiße. Denn es gibt Leute mit deutlich weniger Videos und, sagen wir, 10-mal so vielen Zuschauer wie ich. Kann man nichts machen. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, Views sind mehr oder ich brauche unbedingt die Bestätigung, dass ich super special awesome bin. Das ist mir recht egal. Interessanterweise. Man kann sagen, ich mache es zur Hälfte für mich, zur Hälfte für andere. Zur einen Hälfte habe ich Lust drauf, zum anderen Ende freue ich mich, wenn ich Leute unterhalten kann. Das ist auch so der Aspekt hinter diesem Kanal. Auch der Grund, warum ich meine Abozahlen ausblende. Weil sie mir nicht wichtig sind. Ich meine, prinzipiell kann man ruhig abonnieren, ist mir recht egal, aber wenn die Abo-Box mal nicht spinnt, die Abo-Seite von YouTube, muss man dann quasi sieht, wenn ich mal was hochgeladen habe. Das ist der einfache Weg, wenn man einen Upload sehen will. Aber prinzipiell finde ich ansonsten das Abonniersystem ansonsten eigentlich unnötig. Nur, damit man sieht, hey, da hat was hochgeladen, finde ich cool. Ich habe ja auch nur Leute, von denen ich mindestens viele, viele, viele Videos gesehen habe. Ist auch ironisch. Beispiel Follorello, oder wie man den Namen nach ausspricht. Es ist schwer auszusprechen. Follorello oder Follorello oder... Und, ne? Ich habe erstmal alles gesehen, was er hatte, bevor ich auch mal auf Abonnieren gedrückt habe. Er macht Null Metal Alchemist zum Beispiel. Oder Danganronpa und A Bridge Thingy. Vorher noch nie was von gehört, dann das gesehen, das fand ich dann so geil, dass ich mir gesagt habe, wenn der was Neues macht, möchte ich sehen. Oder The Completionist, Gerard. Ich habe erstmal 10, 20, 10, 15 Sachen von dem gesehen, bevor ich es aufs Knöppel gedrückt habe. Weil ich ein bisschen länger da zum Auftauen gebraucht habe. Ich gemerkt habe, hey, das ist richtig cool, was du machst. Ja, der Completionist. Nur so als Beispiel. Wie es zum Beispiel... Ich kann halt nur für mich sprechen, weil ich weiß, wie bei mir dieses Denkmuster funktioniert. Denn ich bin ja ich. Wer hätte es gedacht? Wenn ich ein bisschen aus dem Nähkasten plaudere. Als wäre morgen Ostern. Ach, ist es ja immer noch. Ich warte, bis hier ein paar Saplings fallen, weil ich... Oder Setzlinge oder wie auch immer man es nennen möchte. Denn ich will unbedingt so einen Baum mitnehmen. Ich finde die cool. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der eine ist, den ich abgebaut habe. Wo
Oder war da? Okay. Ich finde dieses Holz total schön. Ich stehe auf dieses dunkle Holz da.